Hallo, seid gegrüßt und herzlich willkommen hier auf Ich packe aus. Ja, wir hätten mal wieder was Größeres. Ich habe es beim letzten Mal schon angedroht in meinem Quassel-Video letztes Wochenende. Und zwar einen Stepper. Den hier in den großen Karton von Pro Iron. Liegt preislich so bei 130, 140 Euro, also nicht billig. Ich hatte da vor kurzem ja schon dieses Fußpedal, was eine ziemliche Gurke war. Und von daher bin ich mal gespannt, ob das Ding hier auch eher ein Kandidat für den Dachboden oder Keller ist, wo es am Ende verstaubt oder man es doch irgendwie benutzen kann. Jedenfalls werde ich das Ding jetzt auspacken und auch mal darauf ein wenig steppen. Ja, okay, falls ihr Lust habt, bleibt dran. Ich würde mich freuen. Und los geht's. Fackeln wir gar nicht lange. Ich packe den Karton mal aus. Ich hatte den ja schon in meinem letzten, bereits erwähnten Video kurz mal geöffnet, aber nicht ausgepackt. Ich dachte, da wäre noch eine Verpackung in diesem Karton, war aber nicht. Daher habe ich den Deckel schnell wieder zugemacht und das auch noch mal verklebt, damit das hier so ein bisschen besser kommt. So, habe ich alles ja auf. Und hier fehlt noch was. So, okay. So, dann gucken wir mal, ob wir was zu bauen haben. Ist oben alles im Bild? Ja, doch, irgendwie schon. Ist zwar ein riesiger Karton, aber ich glaube, ist alles soweit im Bild. Hier haben wir eine Anleitung. Kann ich jetzt nicht wirklich lesen, muss ich zugeben. Wird immer schwieriger mit dem Lesen, ja. Okay, ja, hier haben wir es in Englisch, okay. Haben wir auch noch Deutsch vielleicht? Aha. Nein, haben wir anscheinend nicht. Mal kurz Englisch alles, bla bla, ich blätter mal ganz kurz durch. Hier haben wir auch ein Display anscheinend. Sonst, dass vielleicht die Schritte zählt oder dergleichen. Aber gucken wir mal. So, was haben wir hier? Ach so, okay, sind das so Gummis, die man noch dran machen kann. Und dabei auch noch die Arme irgendwie so ein bisschen zu trainieren. Ich habe mir das gar nicht so im Vorfeld jetzt genau angeguckt. Ja, tatsächlich haben wir nochmal so Gummis. Kunststoffgriffe. Platscht gut. Okay. Schön. Ja. Ummantelte Gummi. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Das scheint alles. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch was. Ah, hier ist das Display. Oh, verklebt. Reiß es einfach mal auf. Eine Batterie ist auch dabei. Sehr schön. Machen wir das Display. Schaut's aus. Pack mal die Batterie direkt rein. Okay. Na gut. Oh, da haben wir schon. Können wir irgendwie durchzwitschen? Mode. Okay. Da sieht man alles. Dürft ihr euch gerne angucken. Ich habe das ja auch schon mal erwähnt, auch als ich euch das Rudergerät vorgestellt habe. Ich beachte diese Displays nicht groß. Auch hier mit Kalorien, wie viel man verbrannt hat. Das sind ja alles mehr so Schätzwerte immer. Und von daher, ich achte da nicht groß drauf. Ich brauche einfach nur einen Timer oder so. Da reicht mir dann meist das Handy oder Alexa. Aber mehr brauche ich da in der Regel nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich den irgendwie rausholen. Boah, jetzt. Okay. Karton weg. Das ist schon, hat ein ziemliches Gewicht, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie schwer. Was steht denn hier auf dem Karton? Stand da was drauf? Alles asiatische Schriftzeichen. Hier. Gesamtgewicht 11,2 Kilo steht hier drauf. Also kein Leichtgewicht. Aus. Boah, echt ein Klopper. Meine Güte. Und dieses Teil hier, oh, das drückt man einfach hier irgendwie drauf.
Okay, fertig. Zusammengebaut. Wie löst man das Ganze? Ich gucke ja wieder nicht, ne? Ich will ja wieder alles selber wissen. Ah, hier haben wir vorne, sieht man das hier? Wenn ich ein bisschen nach vorne kippe, ne? Hier haben wir diese Ösen, wo die Gummis hier dann mit den Karabinerhäkchen hier befestigen. Ich kriege das hin. Sieht's aus. Dann muss ich da wirklich nichts machen. Kann ich da einfach lostreten? Oh ja, okay. Wow. Boah. Wie stellt man... Kann man das irgendwie umstellen? Ich sehe da jetzt gerade gar nichts zum Umstellen. Puh. Brusttraining. Oh. Okay. Muss doch mal eben kurz gucken. Moment. Und hier irgendwie die Schwierigkeit noch umstellen kann. Hier steht nochmal Maximumgewicht. Der Benutzer ist 120 Kilo. Mich knapp drunter. Naja, ich bin im Moment so bei 103, glaube ich. 103, 104. Ansonsten sehe ich hier nicht zum Umstellen. Scheint eine feste Einstellung zu sein. Auch hier kann man nichts drehen. Oh, ich zeige euch das auch nochmal mit der Kamera. Also aus anderen Winkeln. Ich filme das natürlich nochmal. Und denke aber, da ich jetzt hier wirklich nichts sehe, seht ihr, wie hier dieses Kästchen in der Mitte auch mitgeht? Na gut, da ich nichts sehe, kann umstellen, werde ich das Ding jetzt mal austesten und euch dann kundtun, wie es mir soweit gefallen hat. Jo! Da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal so 10 Minuten rumgesteppt. Wir können hier nichts verstellen an der Schwierigkeit. Ich habe auch mal ein bisschen gelesen dann noch. Wir können hier nichts verstellen am Widerstand. Ist immer gleich. Und der muss sich erst einlaufen. Wird auch beschrieben, dass man so erst nach 2 Minuten läuft sich das Gerät ein. Also wird die Schmiere hier drin so ein bisschen gleitender. Von daher ist es anfänglich tatsächlich etwas ruppig. Aber nach und nach läuft es dann flüssiger. Und wenn man das so lange macht, dann merkt man es tatsächlich. Es geht ganz schön auf die Puste, auch in die Beine. Und empfohlen wird auch, dass man nicht länger als 20 Minuten macht, weil dann hier das Ganze heiß läuft und man dann erstmal abkühlen lassen soll. Und wie schon erwähnt, bis 120 Kilo. Verarbeitung und so habe ich jetzt auch nicht groß dran zu bemängeln. Ist natürlich alles irgendwie billiger Kunststoff und so und steht aber sehr stabil und wirkt auch alles soweit recht stabil, robust. Nur was mir nicht gefällt, zum einen, wir haben ja zwar hier eine schöne große Trittfläche, aber barfuß kann man da nicht drauf rum. Ich habe es erst barfuß getestet, aber wir haben ja hier diese Wellen hier und das tut schon von unten nach einer Zeit an den Füßen weh. Und wenn man hier gegen diesen harten Kunststoff mit den Füßen immer so ein bisschen, mit den Zehen immer so ein bisschen gegenkommt, das ist dann auch sehr unangenehm. Von daher barfuß trainieren, wer gerne mal barfuß auf so einem Gerät steht, ist nicht so angenehm. Das andere ist, wenn man jetzt jemanden unter sich wohnen hat, dann ist das Gerät auch nicht unbedingt ideal, weil man knallt hier unten immer, wenn man nicht richtig den Rhythmus findet, knallt man hier immer gegen. Und das passierte mir nonstop. Also man muss immer kurz vorbremsen. Und der Schritt ist recht klein.
Ich hätte mir den Tritt noch ein bisschen mit größerem Abstand gewünscht. Und wie gesagt, dass man hier die Hydraulik, ist auch richtig warm geworden. Fühle ich jetzt zum ersten Mal. Also hier, die hier sind richtig heiß geworden. Also warm. Im Moment sind wir warm. Das andere, ich habe Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt hier drauf, muss ich auch zugeben, weil man immer so hin und her schaukelt und dann noch irgendwie mit den Gummis, wo man, weil hier ist auch keine Anleitung, wie man es am besten bedient, also sind keine Tipps dabei groß und ich habe mit den Gummis irgendwie rumgefuchtelt, kam damit auch nicht klar, die habe ich nachher fallen lassen. Und mich dann an so einem Schrank so ein bisschen abgestützt, alter Mann halt, ne? Aber wenn man einfach mit einer Hand so ein bisschen da steht oder beiden Händen, wie man es am liebsten macht, und dann rumtrampelt, dann ist das tatsächlich recht angenehm. Nur würde ich das regelmäßig benutzen. Wie gesagt, mich stört, dass das hier direkt immer aufknallt. Vielleicht könnte man hier die Füße, die kann man drunter drehen, dann kann man noch ein bisschen tiefer gehen. Dann macht man einfach ein paar Filzunterlagen hier drunter, dann hat man noch mal einen Zentimeter mehr, den man hier runtertreten kann. Puh, muss man mal gucken. Jedenfalls ist mir das hier ein bisschen gering und es knallt mir zu sehr hinten drauf. Und der Widerstand, der ist schon kräftig. Ich bin ja so 103 Kilo, wie erwähnt. Von daher wird schon einiges gedrückt. Wer jetzt leichter ist, der hat hier ganz schön zu treten. Jo. Naja. Aber wie gesagt, solche Geräte, die legt man sich meistens zu. Voller Elan. Dann trainiert man da ein, zwei, drei Abende drauf und plötzlich befinden die sich unterm Bett, im Schlafzimmer, auf dem Dachboden und werden nie wieder hervorgeholt. Ob man dafür dann für den Spaß 130, 140 Euro ausgeben will, muss jeder selber natürlich wissen, sollte man sich genau überlegen. Und wie gesagt, auch dieses Gerät hier mit Einschränkungen. Jo, okay, das sollte soweit gewesen sein. Kein langes Video, hoffe ich. Ich weiß nicht, wie lange ich wieder gebrabbelt habe. Aber das war es hier mit dem Pro Iron Stepper. Von daher, macht's gut, bis die Tage und ciao.